Okay, dann mache ich den Start. Dann klickerst du und dann klickert Christian. Gut, dann muss ich aber den Andi stumm schalten hier. Zack. Mich komplett? Nein, nur dein Game Sound. Ach so, sonst hätte ich nämlich einfach in-game den Soundstopp weggemacht. Ja, dann mach das Also bitte. hier. Das ist besser, weil ansonsten muss ich hier immer, muss ich auf mehr achten, kann ich doch nicht. Ja. Dann mache ich nämlich nochmal die AI, die Pick Challenge, die ich immer noch nicht geschafft habe, by the way. Oh, krass, Ah, tja, sehr schön. okay. Taron ist doch gut, habe ich gehört. Taron Ja, ist doch. mein liebstes Map, mein Favorite Mashup. Ohne Scheiß. Sehr gut. Find's mal gut. Das ist tatsächlich meine Naturfarbe. Ich bin tatsächlich sehr blass. Das wird wahrscheinlich meine Ginger-Gene werden das sein. Ich krieg auch sehr schnell Sonnenbrand. Also ich hätte quasi bei Harry Potter einen von den Weasleys gespielt. Aha. Oh, er hat Harry Potter gesagt. Kontrovers. Aha. Wegen der Story oder wegen J.K. Rowling? Wegen J.K. Rowling. Aha. Ja, hat Jehova gesagt. Sie hat eher gesagt, alle Transmenschen sollten nicht mehr leben. Er ist schon ein bisschen was anderes als Jehova. Sowas hat die gesagt? Echt? Gottes Willen. Ja, und jetzt kommt ja auch gerade Hogwarts Legacy raus und große Diskussion natürlich, ob man das überhaupt spielen, streamen, tralala sollte. Tja, schwierig sowas, ne? Das ist irgendwie, das dann an der Person, also wenn die da irgendwie was Gutes geschaffen haben, das dann an der Person so festzumachen, da fällt mir dann immer irgendwie so Michael Jackson ein. Du meinst das Trennen von Kunst und Künstler? Ja. Ja, beides schwierig. Ja. Ja, in dem Fall finde ich eigentlich gar nicht so schwierig. Also, ich würde es nicht spielen. Hogwarts Legacy ist dieses Spiel, oder was Ja, genau, ist? richtig. Dieses Habe ich jetzt letztens Open-World-Spiel. aufs, ja, hab ich letztens auf Steam gesehen, ja. Das sollte man jetzt quasi boykottieren. Ja, das sollte So. man. Ja. Oh, ein Terraner, der baut hier was, ist ja unglaublich. Der macht hier was. Oh, hier kann man ja smurfen. Fantastisch. Ist nicht so buff. It's amazing. Muss ich erstmal 4 Länge bauen. So, was machen wir jetzt hier? Wir gehen erstmal hier zu dritten. Speed, jawohl. Zu zweiten. Gucken, weil das ist hier der Mr. Larib. Ah, sehr schön. Der geht hier hin. Sehr schön. Wir warten hier auch schön auf ihn. Jawohl. Max, was heißt du, ist eure Meinung? Das ist erstmal meine Meinung, ne? Das ist nicht. Und da muss am Ende des Tages jeder für sich selber entscheiden. Also ich finde, das ist schon eine heftige Aussage, aber ich finde, Kunst und Künstler sollte man trennen. Weil das Problem ist, dass irgendwie gefühlt hat jeder irgendwas am Stecken. In unterschiedlichen Schweregraden. Ja, ich weiß. Ich meine, ich kenn diesen Konflikt mit meinem Lieblingsmusikgenre, was halt durchzogen ist von Leuten, die halt auch ein sehr eingeschränktes Weltbild haben, was es nicht leicht macht, wirklich Musik in dem Bereich zu finden, die man mit gutem Gewissen hören kann. Ja. Na, generell, ich meine, je länger du wartest, desto eher kommt doch bei irgendjemandem irgendwas ans Licht. Also egal aus welcher Ecke. Vielleicht kann man auch einfach nur ein netter Mensch sein. Wäre wünschenswert. Aber anscheinend ist es doch nicht so leicht, ne? Ja, aber sag mal, privat würde man ja dann mit den Leuten auch nicht viel zu tun haben, oder? Also von daher muss ich auch nicht deren Spiele spielen oder deren Franchise zu mögen. Ah, schwierige Nummer. Ich finde, Kunst kann man nicht immer unbedingt von Künstler Oh, trennen. Helionten. Oder sagen wir so, ich bewundere die Menschen, die das können, mir fällt das schwer.
sehen ja nichts. Okay, eine Wall, jetzt fahren die Hellions raus. Okay. So eine komische Wall. Was ist hier los? Achso, okay. Oh. Das ist eine Menge. It's just a fucking, you know, it's a lot of them. But it's okay. Ich glaube, Andi wird jetzt sagen, hast du alle Queens gehotkeyed? Hab ich, alles gut. Andi hat, wurde gebanlingbustet und ist fertig mit dem Aufwärmspiel. Andi ist frustriert, so eine Scheiße. Darf man das jetzt sagen? So eine Scheiße? Das darf man ja sagen. Das stimmt nämlich. So. Live-Coaching incoming. Gibt's ein paar Injects? Klar gibt's sie. Gibt's Shift-Injects? Du hast nämlich schon einen Inject verpasst, so wie ich das sehen kann. Oder fast. Na knapp. Mhm. 4 Sekunden hast du. Wir brauchen Overlords. Haben wir Overlords. Ist schon lange im Bau. Ja, gut. Fantastisch. Alles im Bau, alles gut. Haben wir Ebrus? Komm jetzt. Haben wir schon gescoutet, auf was er geht? Ein paar Helden haben wir gesehen, ne? Ja, ich bin. Leider habe ich das mit meinem Overlord ein bisschen versaubeutelt, weil ich. Ein paar Safety Spores bauen. Das ist doch gut, ist okay. Ah, ist okay. Ist schon okay. Creep neu spreaden. Ja, kommt hin. Und Safety Spore setzen in der Zwischenzeit. Meinst du? Better safe than sorry. Achso, wohl. Also, ich bin mittlerweile ein sehr großer Fan davon. Oh, guck mal, er hat eine dritte. Das ist auch schon mal gut. Wussten wir auch nicht, ne? Also, wir wussten gar nicht, ob ein Two-Base Push kommt oder sowas. Ne, das wussten wir nicht. Oh, Three-Base, okay. Ja, dann kannst du schon mal Infestation Pit einwerfen. Ne, wir machen jetzt erstmal unseren Push und danach machen wir unseren. Danach, wenn wir bauen jetzt nur noch Roaches und holen uns eine vierte Basis bis, und dann hauen wir ihm aufs Maul oder ziehen uns halt zurück oder eben wenn wir jetzt kannst du wirklich einen Shift-Inject machen, jetzt ist genug Energie da, bevor du dann losgehst und in der Hitze des Gefechts das dann machen müsstest. Die Queens können weiter Creep spreaden. Ich weiß, alles gut. Knapp. Dumm. Na, dann machen wir langsam Go. Du bist auf dem Timer. Auf einem Tank-Timer sozusagen. Jetzt bin ich völlig richtig. So, wir machen. Aha. Oh. Ah, Safety Spores. Ja? Alter, Andi, du hast recht. Was soll ich sagen? Hab ja nur schon. Genau, und mit dem anderen machst du einen Gegenpush. Sehr gut. Genau richtig. Ich hab hier irgendwie ein Dingens. Ja, ist schon gut. Hast du gehalten jetzt so. Ich muss einen anderen Tag anwerfen, das hier muss ich machen. Ich muss Investation Pit bauen. Oh, das ist ja geil. Na, den Tank musst du noch wegmachen und dann bisschen zurückhalten, genau. Hat er verloren. Und nachbauen auf jeden Fall. Nachbauen. Naja, er hat noch Banshees. Er wird das irgendwie halten. Also wirst du ihn wahrscheinlich nicht töten. Du kannst die dritte abreißen wahrscheinlich. Aber die Banshees werden. Die Banshees werden das dann kurz oder lang, wenn die es ja halten. Und du musst auf jeden Fall vorne jetzt. Kite mal weiter. Weiter kiten. Genau. Ja, sehr gut. Ah, da sind die Banshees. Also wir reißen hier nochmal die dritte ab. Nee, ja genau, lass die vorne. Nimm einen Schaden mit, was du kriegst. Oh, nice. Aber er hat schon ganz gut Drogen gehabt. Naja, der scheint gut Makro spielen zu wollen. Aber mach mal noch eine Makro-Hedge. Oder zwei Makro-Hedges besser. Nochmal Shift injecten. Gas holen an der dritten. Ich brauche irgendwie was mache ich Mutas oder mache ich. Ich persönlich würde auf Corruptor gehen.
Okay. Weil du dann jetzt nämlich auch gleich den T3-Tick dann als nächstes anwerfen kannst und dann hast du nämlich ein Follow-up, wenn er jetzt bunkern machen will. Machen wir Brutlords, oder? Genau, wir bereiten den Tech vor. Okay, dann machen wir das. Ich muss mal kurz meine Gegner ein bisschen sortieren hier. Ja. Zum vierten gehen, zum dritten. Ansonsten ein paar Linge bauen jetzt, so. Muss man ein bisschen Geld ausgeben. Das Safety-Linge. Haben wir denn ein Bailing-Dings? Brauchen wir Bailing-Dingens, genau. Ein Bailing-Dings kann man bauen, das stimmt. Ich muss mal, ich habe Overlord Speed, das packe ich mal hier ran. Habe ich doch noch? Ja, habe ich. Mal Shift injecten. Alter, haben wir wieder den. Time is running hier, du. Ja. Auch eine Queen an der vierten. Und wir müssen Creep Spread zur fünften. Oh, das ist wieder falsch gelaufen. So, kannst du mal aufmachen? Nee, die Rocks aufmachen. Ja, das stimmt auch wieder. Und du kannst mal ganz nach links, auf die ganz linke Seite auch eine Link stellen und zu gucken, weil er ja auch gerade schon eine neue Dings gebaut hat, ein neues CC, der wollte ja weiter expandieren. Du meinst hier? Nee, achso, du meinst, achso, nee, Link, meinst links, du? Links, ein Link. Ein Link auf links? LL. Ich verstehe, LL, Doppel-L quasi. Ja, LL, genau. Ich verstehe jetzt. LS minus LA. Oh Gott. Hä? Was? Du bist aber neugierig. Nein, weil wir wissen, was los ist. Ich muss das hier machen. Wir brauchen Gas. Okay, hier ist nichts. Gut. Ah hier, da kommt was hin. Er baut hier Planetaries hin. Ah. Ja, wenn er Planetaries baut, dann haben sie noch mit Brutlord-Tech genau richtig. Du könntest ja mit den Corruptern eigentlich mal durch seine Main durchfliegen und mal gucken, ob du irgendwo drauf pullern kannst. Oder dann gucken, ob da vielleicht irgendein beschissenen Tech weitermacht, den wir nicht wollen. Okay, meinst und du? Wenn er dann irgendwie ein F2 macht und in seine Basis rennt, kannst du mit den Lingen dann einen One-Two-Punch machen. Oh, hier guck mal. Guck mal. Ich hab einen Observer hier bei, sehr gut, dann sind die gut. Die würde ich jetzt nicht wasten, ja, die können da irgendwie patrouillieren. Genau. Dann kannst du an der fünften. Sehr gut. Guck mal, noch mit die Nervsäcke nehme ich schon mal weg. So, ich muss gleich Brutlords morphen. Hier, guck mal hier, guck dir das mal an, du. Er spielt Bio. Können auch Minen oder sowas drin sein, habe ich letztens auch gehabt. Oh ja, guck mal. Aber ja, Bio. Bei zwei Medivacs wird es Bio sein. Die reißen aber ab, oder? Also mit den Queens nochmal hingehen, genau. Ja, das tschüss. Ist für ihn. Tschüss. Ja, drin. So, wir werden jetzt hier morphen vor seiner fucking Base. Ah, du musst schon ein paar Linge traden, weil du gar nicht so viel Supply hast. Was ist das denn? Oh, scheiße! Trade einfach die Linge. Entspannt. Und jetzt den Rest morphen. Gucken wir mal. Oh. Mach mal hier, kack mal so ein Dings aus, so ein Changeling. Tun so, als hätten wir Angst. Upgrades weiter erforschen. Speed, Crackling und sowas alles. Wollen wir hier mal rein? Ich würde machen. Dafür sind wir da, oder? Komm. Ich würde die Brutlords losschicken jetzt einfach. Genau. Ah, ja. Tschüss. Dann gib ihm. Können ja. Der Rest bleibt unter den Brutlords, falls er versucht, unten drunter zu diven. Oh, jetzt hat er natürlich Tors. Ja, drei Stück. Ja, einfach Fokusfeuer auf die Tors mit den Brutlords. Fokusfeuer auf die Tors. Wenn er versucht unter. Guck mal, jetzt kannst du mit dem Baneling nämlich gleich mal versuchen, da die Marinas wegzumachen. Genau, Move Command. Genau, Move Command, nein, weiter. Move Command. Gut. Nachbauen, Linge nachbauen. Sind schon eine Menge Brutlords. Ja. Und Upgrades weitermachen. Injecten, du brauchst jetzt gerade kurz nicht hingucken, schnell injecten. Wir brauchen richtig viele Injects, weil wir Linge nachbauen müssten vielleicht. Oder irgendwas anderes. Genau. Linge kommen schon. Ah. Gucken wir mal. Ja, push mal weiter mit den Brutlords. Die müssen da nicht die Gebäude machen. Genau, versuch die Army zu killen. Dann kommen die scheiß Linge da angeschissen, Mann. Und Fokusfeuer auf den Tor.
Fokusfeuer auf den Tor. Fokusfeuer auf den Tor. Oh Gott. Ja, komm, renn rein. Nee, weiter, einfach weiter. Rein, rein, rein. Das ist doch super. Und neue Corrupter bauen? Oder die kannst du zu Brutlots machen, da die Corrupter, die da rumstehen? Vielleicht nicht alle, so ein paar noch übrig lassen, genau. Ansonsten Corrupter nachbauen als nächstes. Und dann gehst du in seine Main rein, weil wir auf die Production drauf wollen. Die Echsen sind egal, wir wollen auf die Production drauf. Und dann mach den Tank da unten weg und dann musst du vorne das Ding einfach kaputt und dann alle Linge hoch. Ab in die Main. Wir müssen die Main, wir müssen die Production killen. So tötet man einen Terraner. Meinst du, wohl wirklich Production? Ja, sicher, auf jeden Fall. Die Echsen sind egal. Das Problem ist ja, ansonsten, der stabilisiert sich dann irgendwann weiter und mute dann einfach alles voll. Du musst beim Terraner in die Main und du musst die Production killen. Ja, das stimmt. Das klingt logisch, sehr gut. Vielen Dank fürs Coaching. Erstes Game, angenehm. Andi, willst du weitermachen gleich oder ja. Hat dich der Baning-Bass gebastelt? Nein. Ja, er hat mich auf jeden Fall auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. So gedacht, schön, hier ist Spinewall und sowas. Und dann zack, kam der Baneling-Bast. Das ist frustrierend als Zirk, ist das ja. Mimimi. Habt ihr euch denn hier dann das Finale angeguckt von der Challenge? Von dem, was Pick hat das ja dann nochmal ein bisschen aufgedröselt. Und dann ist der ja mal durchgegangen durch die besten Runs. Nein. Wer hat denn den besten Run gemacht? Hab ich vergessen. War es nicht sogar Goblin? Kann sein. Gegen was spielst du? Sorry, ich habe mich aufgepasst. Protoss. Ein 4-5er Protoss. Okay, also. Mineral quantity insufficient. Not enough minerals. Ja, wein schon mal. Cancer, that favorite cancer map again. Ich habe gar keine Lust drauf zu antworten. Ich weiß auch gar nicht, was er meinte. Was ja, er heult wegen der Map. Ist das eine dumme Map? Ich hab bisher noch nichts ausfindig gemacht, was jetzt hier irgendwie pro oder contra irgendwas ist. Mineral quantity insufficient. More minerals required. Not enough minerals. Mineral quantity insufficient. Ja, war ein bisschen spät, der junge Mann. Ja, hat gar nicht probiert. Not enough minerals. More minerals required. So, was heißt hier oben nicht irgendwie? Mineral quantity. Was ist kackt? Alles schon erlebt. Was ist der Plan und warum ist es Nidus? Nee, ich hab noch. Ich weiß tatsächlich noch gar nicht so genau. Ich würde gucken, was er macht. Eigentlich hatte ich mal Lust, ein normales Makrospiel zu spielen. Finde ich gut. Weil sonst hätte ich schon ein 13-Pool gespielt. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Daher meine Nachfrage. Ja. Was hat er denn hier? Das war ein Adept, wenn ich es richtig gesehen habe. So. Das nochmal. Not enough energy.
quantity insufficient. More minerals required. Not enough minerals. It must spawn more overlords. More minerals required. 14 jetzt so. Warum baut er jetzt nichts? Weil er Schiss hat, dass du siehst. Voll auf die Eier hier. Auch vielleicht nochmal bei dem Overlord oder ist das schon kaputt? Jetzt baut er ein Oracle. Ja. Aber kriegen wir den noch? Das ist ja klar. Die Drohne kriegst du auch. Nee. Na gut, SLN, du könntest vielleicht ein Force-Spiel auswählen. Das arme Oracle, das sah richtig traurig aus. Ja. Aha. So, konntest du es an der Grabe gesehen, dass die Mundwinkel nach unten hängen? Keiner aktiviert meinen Pulsarbeam. Genau, keiner braucht meinen Pulsarbeam. Ich fühle mich einfach nicht mehr gebraucht. Oder ist die Hedge nicht gesetzt, ne, die vierte? Na gut, danke. Kein Geld irgendwie. Ach so. Oh, ein bisschen früh. Guck mal. Scheiße, wir haben gerade mal wieder unsere ganzen Hedges verloren. Ah, ich hätte so gerne dieses Blöde. Kriegen wir nicht. Das ist gut gemacht. Ach, guck mal, wird getriggert. Not enough energy. Oh Gott, das ist eine Scheiße hier. Swarm forces under attack. Phoenix, super Nächter. Additional Vespine gas required. Insufficient insufficient energy. Command unacceptable. Not enough. Mann, ich hab kein Gas. Warum hab ich kein Gas? Oh oh. Unangenehm. Ja, weitere Schweinereien vor, da kommt nämlich gleich. Die Tees. Nee, die drei Oracles, die werden dann die eine Queen wegdingsen, einfach. Stimmt. Additional Vespine gas required. Und sich das? Hat er schon plus 1? Sowieso wenig. Was war das? Das waren wahrscheinlich die Oracles. Oh oh. Passt doch. Kannst du doch Corruptor wangen, Kolosse. Ich hab grad ein paar Mutas gebaut. Das ist das ich. Oh, dann ja. Ah,
sie sind so stark! Hat er das jetzt gesehen? Den Spire? Scheiße. Ja, den hat ja, er gesehen. Der ist auch revealed. Der hat eine Schneeflocke. Ja. Sieht er das? Ja. Mann, da geht nichts kaputt. Hat er da einen Stalker vorgestellt? Ich glaube nicht. Er ist ja quasi vorgeblinkt. Ja. Da ist eine ein Opsi ist da auch bei. Das ist zu viel. Evakuieren. Da! Bin ich da drauf? Mit drei Kolosse ist so viel, ey. Aber irgendwie. Da schießt nichts mehr oben von seiner Army, ne? Gar nichts. Doch, die Stalker. Ach, das ist ein Stalker, oh, sorry. Ja, doch, stimmt. Oh, 32 Worker. Jetzt habe ich so wenig Worker. Dahin. Ah, da wollen wir auf gar keinen Fall wollten wir dahin. Das ist klar. Scheiße. Nee. Okay, er hat erstmal noch nichts. Er baut tatsächlich jetzt Phoenixe. Guck mal, er raucht ein F2, oder? Wie es aussieht. Das kannst du vielleicht mit der linken die Basis rechts? Das ist der Plan. Und dann? Wenn ich die Kolosse kriege. Ja, Kolosse kriegen wäre schon groß, ey. Ja, nicht ganz billig, aber. Haben sich die Mutters nochmal bezahlt gemacht, das ist auch gut. Weil jetzt ist er natürlich total verwundbar gegen die Länge, ne? Ja. Er hat aber Disruptoren gehabt, ne? Zumindest einen. Ja, aber auch die sind gegen Länge nicht so gut, deswegen. Er hat nur leider schrecklich viele, weil er eine stärkere Eco hat. Phoenix Range, nice. Sind die blöden Phoenixe? Swarm Forces under attack. Hive Cluster Mann, ey. Guck mal, schon wieder kein. Wo sind die Queen? Must be morphed on creep. Kriegen wir den? Das ist ja gut. Gut, das war gut. Ich hab. Hatte ich nicht mal. Anscheinend nicht. Wo sind denn hier die ganzen? Ich hab die doch losgeschickt. Los. Ah, ich verliere sie. Scheiße. Die hab ich nicht. Oh, fuck. Das war ja ein beschissener Recall. Ah, guck mal. Okay.
sufficient overlords. Swarm forces. Oh, bin ich hin? Wir hassen Shield Batteries. Ich frage mich ja, eigentlich ist das bloß eine Frage der Zeit, bis da die Swarm forces under attack. Anderen Dingsies kommen. Hier die Carrier. Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ah, Mann, ich habe alle weggeklickt. Fuck. Was ist denn hier so alles noch? Ist das viel. Ich habe hier gerade irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl. Oh, das war's. Hey, Mann. Das war's. Irgendwie, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich hätte Drohnen gebaut, aber irgendwie habe ich keinen guten Drohnen-Count gehabt. Nee, hier. Ich bin nicht über 70 drüber gekommen. Doch, ganz knapp, aber bloß. Ja. Upsi, so. Doch, irgendwann mittendrin meintest du, du hättest 32, das kann aber nicht sein, oder was? Nee, ich hab nicht, nein, 60, was? 60 hatte ich. Okay, weil das ist. Und das fand ich halt voll wenig. Ja, du hast zwischendurch ja, 32 gesagt, aber. Oder 35. Hab oder ich? So. Ja, hast du. Okay, ich denke wahrscheinlich dann bloß in 32-Bit, ich weiß nicht. In Zweierpotenzen, oder? Ja. Ja. Oh, erinnere mich gleich daran, ich muss den Balance-Wind-Count da bei mir auch noch einbauen. Ja, was hat mich jetzt so kaputt gemacht? Irgendwie. Ich habe nicht gut gedroht. Ich glaube, die komischen Ling-Run-Buys, die ich da gemacht habe, die waren auch irgendwie nicht so richtig effizient. Mhm. Er hat ein paar Mal ein bisschen mit seinen blöden Oracles rumgedient. Du hast deine ersten drei Corruptor leider sehr unglücklich verloren. Gegen die Stalker, weil wenn du jetzt noch ein bisschen gewartet hättest und irgendwie 6-7 gehabt hättest, dann hättest du wahrscheinlich die einfach Shift klicken können auf die Kolosse und dann mit der Bodenarmee kämpfen können. Dann hätte er die wahrscheinlich früher verloren, hätte weniger Schaden machen können. Das wäre eine Sache gewesen. Du meinst, ich hätte gar nicht die Mutas gebaut, sondern das in Corruptor investiert? Ja, die Frage ist, als du die Mutas angedrückt hast, da wusstest du noch nichts von Kolossen, oder? Ja, stimmt. Also, das heißt, das kann man leider nicht werten. Ja, aber ist ja ein grundsätzliches Ding. Ist ja wie ich bei dir gerade gesagt habe, als du gefragt hast, Mutas oder Corruptor. Hm. Ah, ich bin eigentlich mit Mutas auch recht unglücklich, weil ich habe nicht die Aufmerksamkeit, um die immer zu behüten. Ja. Das ist immer ein großes Problem bei mir. Also die fliegen immer in irgendwelche Müllobeins rein. Genauso wie AI Honor heute. Ja, eigentlich war es auch bescheuert. Mutas sollte man eigentlich, glaube ich, bloß gehen, wenn er sowieso kein Stargate hat. Mhm. Ja, dann ist das gut. Also es ist ganz gut gegen eine Robo-Armee, ja, das würde ich mal sagen. Gegen was spielen wir denn? Ach, PvP. Ach. Ja. Unser zweitliebstes Matchup nach TVT. Gut, hierfür ist jetzt auch kein Balanced Winding Counter nötig. War schon mal ganz gut. Sowieso nicht. Okay. Wieso? Es wird definitiv ein Protoss gewinnen. Nee, ich meine, ich glaube nicht, dass das Spiel imbalanciert ist, von daher. So. Braucht man nicht winen. Das Winding nicht nötig. Okay. Oh, wow, jetzt habe ich gerade Legume. Ist das hier nicht, sind das hier nicht Hülsenfrüchte? Keine Ahnung. Auf Englisch? I don't know. Ich google das. Ja gut. Hülsenfrucht, ja. Ah, so ein Öko. Wow. Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Ich bin da, glaube ich, auch bloß drüber gestolpert, weil ich mich, wenn ich mit Proteinen auseinandersetzt, gibt es ja quasi so veganer Proteine, sind ja ohne Whey und die brauchen dann. Meistens sind das irgendwie Kichererbsen oder Soja oder sowas. Ja. Ach so, okay. Erbsenprotein, ja. Legume. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Legume. Legum. Legum.
Was ist unser Gameplan, um jetzt hier mal wieder... Robo. Und dann verlieren. Okay. Ja, Sven tanzt dich dadurch. Ich habe ja keine Ahnung von PvP. Alter, okay. We are dead. Hopp, mach Recall. Und brech die Shades ab und renne nach Hause. Genau. Schön nach Hause shaden. Shield Battery irgendwo, wo es geht. Da du keinen Pallen unten hast, musst du die oben bauen, genau. Und dann ordentlich Soccer-Chrono boosten. Brauchen wir oben neuen Pallen dann, ne? Nicht, dass sie dir uns rausfokussen von den Gates. Oder? Ja, eigentlich kann man, wenn er hochkommt, dann ist er eigentlich tot, weil du ihn mit der Sentry einsperrst. Also er sollte nicht hochkommen. Haben wir schon den Turbo Boost auf die Robo gemacht? Ja, wir hatten noch keinen Turbo Boost Energie. Okay. Drei Stalker. Das sind ja die von gerade. Ich will wissen, was für ein Tech der baut. Ein Robo auch. Gerade expandiert. Okay. Hat irgendwie dann, wenn das nur drei sind, weil der hat ja deutlich weniger Units als du. Das macht mich ein bisschen stutzig. Deswegen hatte ich gedacht, dass er vielleicht irgendwelche großen Infrastrukturprojekte jetzt angedrückt hat. Hab ich nicht gesehen zumindest. Ja, was denn? Ist doch so. Ja, hast recht. Es ist doch so. Es ist halt trotzdem lustig. Ne? Da baut man mal eine Elbphilharmonie und so. Ist dann groß. Oder BER. Ach, ich weiß auch nicht. Oh nein. You have not enough minerals. You must place that in a power field. Ja, versuch mal mit der... Ah, er hat eine dritte genommen. Okay, er hat 5 Stalker. Mhm. Ja, tatsächlich, wenn das seine einzige Army ist, ne? Du hast... Den würdest du jetzt einfach so deleten von der Map. Quasi mit deiner jetzigen Army, ne? Deswegen ist vielleicht... Na, ich will nicht sagen. Ja, was dann? Glaube ich jetzt rüber. Nein, lass bleibt. Nee, jetzt ist zu spät. Ich weiß, wie es läuft. Heißt, jetzt habe ich wegen dir aber der ganze Army verloren. Ich bin raus. Ich höre das schon. Ich habe da keinen Bock zu. Jetzt ist zu spät. Jetzt bin ich auf der Map. Jetzt muss ich mir die dritte nehmen. Habe ich keine dritte genommen. Dann mach das. Du hast 2 Immortals. Es sollte klappen. Und bau ordentlich weiter Drohnen weiter. Und also, Worker. Oh nein! Ja. Ah, ich glaube, die dritte ist hier richtig platziert. Die sah komisch aus. Der Nexus. Naja, ist falsch. Ja. Nee, der war richtig. Egal. Ja, war jetzt natürlich auch ein bisschen Anti-Timing, muss man sagen. Mein Blink war nicht fertig. Nee, aber du hast ihm ja quasi eine komplette Basis an Drohnen genommen, also an Workern.
Also zumindest, ich meine, er kann zwar, weil die Basis noch steht, er kann sich zwar schneller nachproduzieren, aber immerhin, also er war ja weit vorne quasi und jetzt ist das nicht mehr. Beziehungsweise, ich glaube, das waren ja sogar die von der Natural, das heißt, es kann sogar sein, dass du vorne bist, jetzt in Arbeitern. Ja, gut aus. We'll see. Deswegen einfach mal kräftig weiter Worker bauen, immer schön mit der Sentry das scouten, wenn nicht, einfach das Sentry nachbauen und dann mal gucken, wo wir landen. Und dann sollten wir mal an einen Tier 3 Tech denken, der da sein könnte, auch Robo Bay wahrscheinlich. Ne? Ja, ist schon gerade im Bau. Hä? Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte das gebaut. Naja, habe ich anscheinend nicht. Boah, krass, Schepper. So, wir gucken mal, was wir denn hier sehen. Steht da in der Ecke das Warp Prism bei ihm? Das ist meins. Ja, meine ich. Das ist deins, ne? Da oben. Ja. Also, super, das ist super. Ah, gut, er macht auch Obey, er macht Disruptoren. Das heißt, der Weg zum Sieg wird der One-Two-Punch sein. In die Main reinwarpen. Wenn wir das hier überleben. Back. Ja, der Liebe. Unglaublich. Ja, was ist das? Dass die Protosse sich so untereinander so feindlich sind. Unglaublich, so toxisch. Ich schreibe ihm jetzt nochmal GG, Motherfracker. Ach, ein Diamant, zwei Spieler. Na okay, das kann ich dann verstehen. Dann wäre ich auch. Alter. Der war. Oh, ist richtig. Den habe ich richtig, von der Karte geliebt. Ja. Was ist das? Spread the love, win the games, get the MMA. Hier. Plus 21. Boom, Bitches. Ah, bin zufrieden. Kann meine Karriere jetzt beenden. Zähl mal nochmal diesen Worker-Grab. Ich will mal sehen, wie viel du ihm bei diesem ersten Push weggehen und was an Arbeitern. Ja. Das war jetzt nicht so viel. Mal. Na doch. Na, 10 Stück ungefähr. Das müsste der gewesen sein, ja. Das ja. Ist also, damit warst du danach. Weil er ja, war ja fast. Eine lange Zeit vorne quasi. Ja, ja. Deswegen. Das war gut. Ja, so ist das. Das war notwendig. Wenn du das Raptor halt nicht spielen kannst, dann lass das halt sein, sag ich mal dazu. Ne? Also kann halt nicht jeder. Also Sven ist dran, ne? Genau. Betsy, was wir als nächstes bekommen. Oh, nächstes Game. Fantastisch. ZVZ gegen Nuclear Nadal. Nicht gegen Rafael Nadal, sondern gegen Nuclear Nadal. Hat Rafael Nadal nicht sein Dankeschön? Hat Rafael Nadal nicht seine Tenniskarriere aufgegeben? Oder ist das der andere gewesen? Oh, Federer, oder? Ja, der Federer, okay. Also nicht Nadal, der hat noch ein paar Jahre. Gut. Obwohl, das weiß ich gar nicht. Die sind beide schon alt, oder? Ja, aber ich weiß, das eine hat letztes Jahr oder so seine Karriere beendet. Jetzt gibt es quasi nur noch Djokovic und den anderen. I don't know. Okay. Ich auch nicht. Immer noch schön, dass es auch hier in 3-5 immer noch ZVZs gibt, wo die Gegner einfach rausgehen. Herrlich. Das ist einfach herrlich. Rocha. Oder Rocher. Nee.
keine Ahnung. FVP, das ist doch wie MMA. Mein also zweitliebstes Matchup. Du hast ja gerade gesehen, wie man es nicht macht. Habe ich dir gerade gezeigt. Okay, stimmt. Also, wir machen nicht die Strategie vom Coach. Ja, spiel keine Mutas, wenn er ein Stargate hat. It doesn't make any sense. Ups, das sollte hier sein. Hallo? Hallo, 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 hallo. So, kennen wir mich. Ich bin zu spät rum, ich Idiot. Aber merkst du, ich find's gut, dass du beim Jahr der Liebe immer noch dabei bist. So ist richtig. Hat er grüßt? Ja, hat er. Gegen den, den ich gerade gespielt habe, das ist ein 3-8er Terraner. Das erklärt die Salt. Okay, das erklärt auch den Salt. Ganz ja, klar. Ja, ja. Ganz klar. Ja, es erklärt den Salt. Weil Terrans immer salty sind. Immer. Immer. Eigentlich bräuchten wir für unsere fürs Entertaining bräuchten wir auch einen Terran bei uns im Clan. Absolut. Ich habe mal Terran gespielt, aber es hat mich so korrumpiert. Das war keine dass schöne ich Zeit. Fast dem Chaos anheimgefallen bin. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich überlege gerade, welchem Chaosgott du dann anheimgefallen bist. Ich weiß nicht welchen. Wahrscheinlich dem Heiligen, keine Ahnung. Ich würde sagen Slaanesh. Ja, wahrscheinlich. Lust und Schmerz. Was ist die Ische? Der hat einen Cybercore gebaut. Slaanesh ist alles, was du willst. Das ist ja schön. Okay, please elaborate more. Der Gott der Begierde, bitte. Ist das ein Smurf Point hier? Nee, ne? Ich habe auf Neo Humanity den Bug, dass ich nicht scrollen kann, dass ich nicht so reinzoomen kann. Weil also ich habe auch noch kein. Nur auf der Map oder was? Auf anderen ging es. Also ich habe jetzt noch nicht jede einzelne durchgetestet, aber da, weil ich dort nämlich auch einen Smurf Point gesucht habe. Was ist denn nett? Eigentlich heißt es doch Perf Point, nicht Smurf Point, sonst wäre es ja ein Schlumpfpunkt. Stimmt. Aber du musstest sowieso gleich mal reinfliegen und willst ja gucken, was er für ein Tech hat. Was ist? Also ein Adept. Gate. Mehrere Gateways, okay. Ey, Vogel, weg da! Unglaublich, dieser Scheiß, ey. Kannst du dir vorstellen, wie frustrierend sowas in einem Pro-Game sein muss? Ich glaube, das ist mega frustrierend. Wo dann im Bruchteil einer Sekunde. Das meinst du nicht, Idiot. Okay, gut. So eine Probe oder irgendwas anderes kommt, was dann blockt. Und normalerweise hättest du es geschafft, aber weil da so ein blödes Creep-Dingens da unterwegs ist, geht's nicht. Genau. Ich glaube, das ist mega frustrierend. Aber ich bin auch kein Fan von diesen Creeps, muss ich sagen. Hier waren mehrere Gase, da ist der Pylon, okay. Wir bleiben mal hier. In Stormfront 88 wollen sie auch, glaube ich, Creeps mit reinbringen. Ist doch okay. Kriegen wir mal einen Inject? Nee, noch. Gerade seit 5 Sekunden da drauf und wir kriegen keinen Inject. Die hört aus. Nur ein Adept ist okay, den nehmen wir mit. Verdammte Axt, kriegen wir nicht hin. Shade, der Shade in der Main. Der ist in der Main? Na sicher, der hat doch geshadet. Ich habe nicht mit so viel Boshaftigkeit gerechnet. Protoss. Nein, entspannt. es war halt nur ein Adept. Ja. Das ist okay, damit kann man leben. So, wir fahren jetzt nochmal rein, wollen alles wissen. Hier einen hin, da einen hin, da einen hin. Und wir müssen jetzt das hier bauen, das hier bauen, das hier bauen, das hier bauen, das hier bauen. Gott, mal zurück zu mal Zerg. Wie war so der Name? Von dem Chaosgott meinst du, oder was? Slaanesh, glaube ich. S-L-A-S-H-E-E. Wir haben ja eine Forge. Wir haben ja eine Robo, wir haben einen Twilight Council. Oh. Haben wir denn... Wird es ein Charge All-In? Ja, wir sehen leider nicht das Gas an einer Second, ne? Ja, aber ich vermute mal, es wird irgendeine Form von... Entweder im Blink. Wir gehen jetzt auf. Scott dann nochmal vorne mit dem Link, die. Irgendwas kommt rausgelaufen, irgendwas Rotes kommt raus. Das ist nur Adept. Okay. Achso, können natürlich auch einen. Wir gehen knapp unter.
Oh, jetzt kommt irgendwas. Jetzt kommt ganz viel rausgelaufen. Das ist das Problem. Ich brauche jetzt Roaches. Aber hallo. Ich brauche jetzt quasi. Nutze ich das als Rumba hier? Wahrscheinlich schon, ne? Aha, okay. Es werden. Prism. Also Adepten. Du musst mal Queen Hotkey machen und versuchen, das War Prism zu snipen. Mhm. Wenn das War Prism weg ist, ist der Push zu Ende. Oh. Overlords bauen und dann Main. Weiß. Was ist hier los? Ah, oh, shit. Mach mal Vorsicht dabei. Na gut, wir haben schon leer, aber wir sollten es mal ein Ohrs. Die Dosen sind dreckig. Ich weiß. Heizdruck. Ah, warte gut. Er hat keine dritte. Wir sind vorn. Naja, er hat garantiert 44 Worker. Ich hab nur 39. Ja, aber wir können jetzt nachbauen. Der Push ist jetzt erstmal vorbei. Das stimmt. Ich hab überall Queens. Was für eine geile Sache. So, okay, dann machen wir erstmal ein bisschen. Creep spreaden. Wir wollen einmal hier durch die Gegend ballern. Ballern, sag ich schon. Ich baue viel zu viel Overlords. Okay, aber ist egal. Wir lernen damit. Ja, Max, können wir mal einmal. Klingeling brauchen wir auf jeden Fall vor der Base, nicht, dass er nochmal rausgeht. Ja, macht hier das. Mal, ja. Guck mal. Sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich meine, die Ravager sind relativ schnell, aber die Roji. I don't know, Gav. Wir haben gleich Speed. Was machen wir jetzt hier? Was jetzt Follow-up ist Bay. Okay, wir machen auch einen Spire. Okay, das ist auch okay. Wir müssen nichts überstürzen. Ist alles gut. Ja. Ich würde. Jetzt kannst du ein schönes Makro spielen. Wir sind ja tatsächlich vorne. So, das ist okay. Aber jetzt müsstest du auch langsam wieder ein bisschen Army bauen. Mhm. Ich wollte eigentlich zumindest auf 66 gehen und jetzt baue ich Army. Ja, ein bisschen nur. Und dann auf jeden Fall eine neue Base als nächstes. Aber mir ging es jetzt bloß darum, dass du jetzt nicht hart überdrohnst. Das passiert mir ja öfters mal. Mhm. Das ist ja die Kunst beim Zerg, das Gefühl zu kriegen, wann musst du drohen und wann musst du Army bauen. Ich hab hier noch mein Run bei. Haha. Du kannst auf jeden Fall seine dritte nochmal scouten. Die wird er jetzt genommen haben. Ich glaube auch. Auf der 9 Uhr. So, jetzt sollte ich mal sehen, dass ich jetzt Army baue, das stimmt. Ich muss einen Follow-Up-Taker. Wir machen mal an, wir haben schon Spire. Okay, passt schon. Das sollten wir machen. Okay, das ist gut. Das ist gut, dass eine Army ist. Wir nehmen ihm auch gerade die dritte unter Feuer. Was ja, mach Robin. Guck mal deinen Linge an. Guck deinen Linge. Linge gucken. Okay, du hast recht. Wir wollen ja Broodlords machen, ne? Das dauert aber eine ganze Weile. Deswegen bauen wir jetzt einfach wieder Roaches. Und noch ein paar Overlords als nächstes. Und dodgen die Biles. Da kommt wieder was. Ist okay. Hallo! Ja, angreifen, genau. Holen hier, bevor er zusammen ist. Und dann schön kiten. Sehr gut. Ah, Tennisbälle. Creep neu spreaden. Wenn du kannst. Ah, versucht, genau. Und auf jeden Fall neue Army. Ich baue nur Army aktuell. Gut. Und weg. Split. Fuck! Ja, nicht viel passiert. Nimm mal. Kann schon mal die Drohnen evakuieren nach oben an die obere rechte Basis. Die werden wir nicht halten. Du musst jetzt den Creep ein bisschen ausnutzen. Ach, mach mal hier. Ach ne, wir haben nichts, was nach oben schießt. Den Observer kriegen wir nicht weg. Nee, kriegen wir nicht weg. Aber das sieht jetzt tatsächlich aus, als ob du einen harten Mutter-Switch machen könntest. Du könntest jetzt gleich 15 Mutters bauen. Damit rauchst du doch da die ganze Ground Army weg.
Würde ich fast behaupten, oder? Okay, wir haben noch einen Spire, oder? Ja, wir haben es halt. Es ist eine Idee. Machen wir noch Overlords, dass wir Max schon. Out sind? Wir sind Max Out. Warum macht er das hier nicht? Oh, schön kiten. Wie viele Bälle hat er denn da? Den rennt auch noch rein. Gut, nee, ist gut. Ist nichts gestorben. Pushen. Jetzt, du hast Zeit. Jetzt hast du gerade 15 Sekunden Zeit. Also drei hatte der vorhin. Genau. Könnte ich jetzt mehr sein. Snipe die Bälle, genau. Snipe die Bälle und der Push ist vorbei. Auf die Bälle durchdrücken. Ich hab eh mehr, glaube ich. Die Bälle! Gut. Sehr gut. Entspanne, ganz rechts, in Ordnung. Oben rechts. Guck dir das an, guck dir das an, macht der hier der Sack. Die haben mal die Base unten gesaved. Wahrscheinlich wird er noch, ist egal. Mach die Warp Prisms tot, genau. Zwei Warp Prisms. Und dann mit den Mutas gleich weiterfliegen in seine Main. Oder die dritte oder weiß er, Unger. Auf jeden Fall Zeit ausnutzen, genau. Wir sind gemaxt. Und mit der Army weiter pushen. Ich hab doch hier. One-Two-Punch. Guck deine Mutas. Mutas gucken. Mutas. Ja, Mutas. Ja. Mutas. Genau. Er macht das Bällehaus weg. Was? Nein! Scheißegal, das Bällehaus. Du sagst immer, man muss auf die Production gehen. Nein, mit dem Terran musst du auf die Production gehen. Aber gut. Genau. Fokus aber. Geh auf die Army, Drauf. Und wieder weg. Mutas können wieder in die Main. Mit der Ground Army machst du mal einen Cycle drumherum. Du kannst auch engagen. Geh mal an die Second mit den Mutas. An die Second. Die Main ist ja leer. Mit den Roachies kannst du mal auf die 9 Uhr nach unten. Einfach nach unten rallyen und dann auf die 9 Uhr. Okay. Und mit den Mutas bleibst du in seiner Main und machst dort weiter Stress. Er darf nicht zum Atmen kommen. Mutas gucken. Der baut jetzt Phoenixer, ne? Ja, da machst du sehr gut, genau. Kannst einfach weghauen, den Bums da. Sehr gut. Also. Genau. Ja, vor allem Phoenix brauchst du keine Angst haben. Was ist denn hier los? Achso, geht doch. Oh Gott. Ah, das ist das wieder. Ich hasse das. Ah, das ist das wieder. Die Mutas können wieder was machen. Die Mutas müssen irgendwas machen. Ich habe viel zu wenig Hedge. Kannst du mal noch ein paar Länge bauen? Ein paar Länge bauen, die dann quasi die neuen Basen abreißen. Mutas gucken. Nicht so hinterher chasen. Geh auf die Pylons von dem Dingens da oder sowas. Genau, er muss ja zu dir kommen. Und immer wenn er quasi zu den Mutas hinfliegt, dann kannst du wieder einen Schuss drauf abgeben. Guck mal, er kommt viel zu nahe. Und genau, siehst du. Und wieder auf den. Solange er keine Range hat, kann er quasi überhaupt nichts machen. Da muss er mal rankommen. Sehr gut. Problem gelöst. Dann haben wir Linge. Oben den Nexus kannst du mit den Mutas abreißen, genau. Reißt dann mit den Mutas ab, sehr gut. Crackling Upgrade. Du hast recht. Er ist ja Stalker Heavy unterwegs. Genau. Jetzt einfach austanzen. Sehr gutes Übungsspiel gerade. Sehr gut. Und an die Second kannst du mal gehen. Ja, oder so. Immer alles schön über die Hotkeys steuern. Mach's gut. Den Fight kannst du nehmen. Stimmt, wir haben echt eine Menge Mutas. Ah. Danke für den Warp-In. Den nehmen wir mit. Ach, GG. Sehr gut. Easy. Ja, easy win, ne? Klasse. Oh Gott. Das war anstrengend.
Ja, Mutters muss man schnell sein. Nee, vor allen Dingen, die, man muss immer vom Kopf her immer switch, immer Doppelklick auf die Hotkeys. Dann. Aber ja, dann kann man den Gegner ganz gut auseinanderzerren. Das stimmt. Mhm. Ja, Mensch, um was zu trinken. Ja, not bad. Zerschling. Heißt der so? Zerschling, oder? Zerschling, ja, und das ist ein Protoss. Nicht schlecht. Wollen wir Neides sehen? Ja, der Liebe. Nein, das ist Liebe. Alle weg. Oder? Dachte ich. Ja. Ja. Von daher, go Nidus. Bei dir klingt das gerade eher wie go bet. Ja, bin da noch nicht so fit. Kämpfe schon. Andi, du kennst dich doch aus. Du bist noch jung, ne? Nein, guck mal, hier. Aha, okay. Ist ja perfekt, also besser hätte es ja tatsächlich nicht laufen können, gerade für mich. Das stimmt. Der baut das vor deiner Base, nicht. Ne? Ja, ja, ist meine Base. Ist ja geil drauf, der Kollege. Aber der hat sich jetzt doch selber ausgeschlossen. Nee, der hat den abgebrochen gerade hier. Den. Okay. Was er baut. Noch mehr Cannons, okay. Ist gut, dass das Cannons sind. Wir machen trotzdem weiter Nidus, oder? Ja. Und wir gucken jetzt einfach nur, dass da keine Vision oben bekommt, dass er nicht hochkommt. Ich meine, ist ja eh Creep vorne, oder? Halte ich jetzt nicht vor. Ah, kommt ein Shade. Ah, müssen wir den wohl in die Main reinmachen? Scheiße! Och, Andi. Aha. Ah, guck mal, da kommt ein Stargate. Aha. Das ist schon Void Drain, ne? Ja. Required.
patient. Ja, da wird hier schon zwei White Rester stehen haben, behaupte ich jetzt mal, ne? Ah, scheiße. Ach, fuck. Drückt da gleich seinen Scheiß an, genau. Fuck, 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 fuck. Nein! Was macht ihr? Nein! Ich habe keine Energie. Warum ich hier keine Energie? So, gehen die jetzt hier irgendwo schon ran? Gehen die hier irgendwo ran? Das ist auch irgendwie ganz schön gefährdet. Nein, der muss weg. Das macht er gut. Ne, das war falsch. Scheiße. Kann immer noch irgendwann so ein Overcharge-Ding machen, oder? Ja, wenn du so lange der Nexus da hast, ja. Komm schon und ja. So. Wo sind die ganzen Queens? Ja, kaputt gegangen. Sind tot? Wieso sind sie tot? Sind die hinterher gesprungen dort? Ich hab den Nexus nicht gekriegt. Scheiße. Ja. Ah, wie unangenehm.
los jetzt. Los. Gut. Swarm forces under attack. Need more Vespin gas. Swarm hive cluster under attack. Direct. Ich habe ihn nicht gekriegt. Das ist ja zum Mäusemelken. Na gut, dann brechen wir jetzt hier vorne erstmal den Scheiß auf. Cluster under direct assault. Swarm forces under attack. Insufficient energy. Ach, wie ärgerlich. Must be morphed on creep. Brauchen. Insufficient Vespin gas. Nicht kein Vespin gas mehr. Swarm forces under attack. Not enough minerals. Shit. Kann natürlich jetzt hier auch irgendwas. Hab ich gar nicht dran gedacht, ne? Scheiße. Ach, mir fehlt Gas. Preisfrage ist ja eigentlich, hat er irgendwo nochmal expandiert? Shit. Hat er, auf 12 Uhr. Ja, aber ja, er hat noch nicht wirklich was da. Ah, es ist viel. Shit! Ah, der kriegt auch den blöden. Ist das blöde. Wieso habe ich das nicht hingekriegt? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe irgendwie mal mittendrin ganz schön viel Zeugs verloren. Ich habe zu viel Geld noch. Queens, ne? Meinst du? Queens und Hydras, genau. Okay, hier ist auch nichts. Es ist genervt worden, es ist immer noch nicht. Es ist immer noch Broken Alf. Einen Mutter habe ich. Das ist ärgerlich. Swarm forces under attack. Scheiße. Wie ärgerlich. Ich weiß nicht, wie ich die Queens alle von mir. Ich glaube, die ersten beiden Wellen an Locust. Die haben tatsächlich total wenig gemacht, weil bei der ersten konnte er. Ich glaube, das ist das Problem. Du musst ab der ersten Welle einen gewissen Minimum Schaden machen, damit er sich akkumuliert und langsam snowballt. Und die ersten beiden haben tatsächlich überhaupt keinen Schaden gemacht. Weil einmal haben, glaube ich, die Void Rays, die vor der Cannon abgeschossen, und dann hat er den Overcharge gezündet. Das heißt, er hat beide Male. Ja, den Overcharge kannst du nicht verhindern. Nee, aber vielleicht kann man den. Vielleicht kann man weiterfliegen und einfach sicher Drohnen one-hitten oder so. In der Mineralite zum Beispiel oder so, keine Ahnung. Also mir ist nur aufgefallen, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen, die ersten Wellen, was Sven noch gerade gesagt hat. Die Locusts sind einfach wahllos irgendwo gelandet und haben irgendwas beschossen und dadurch einfach nichts kaputt gekriegt, außer immer nur, gefühlt zumindest, so die Shields runtergeballert. Klar, durch die Shield-Batteries natürlich. Na, ich weiß nicht, ob das dann nicht irgendwie hilfreicher gewesen wäre, vielleicht einfach das Stargate rauszunehmen, bewusst, mit einer Welle und nicht auf alles so ein bisschen zu schießen. War doch gerade der Nexus oder so, ne? Ich meine, da standen jetzt 7 Shield-Batteries, den kriegst du dann halt trotzdem nicht klein, ne?
Und ich meine, er war ja auf einer Basis. Du musst ja, ja eigentlich ihn gar nicht killen. Du kannst ja selber auch expandieren, oder? Das ist ja eigentlich. Naja, ist ganz schön schwierig. So? Okay. Na, ich meine, gerade in dem Moment, also habe ich ja schon ein paar Mal probiert. Ja. Okay. Mein Erfahrungswert bisher ist, wenn du aufhörst, Druck zu machen bei ihm, dann kann das Spiel wieder in eine andere Richtung kippen. Okay, gut. Gut, vielleicht, weil er natürlich die Stargate, weil du kannst die Locusts natürlich nicht defensiv einsetzen gegen Stargate. Das ist natürlich, das geht nicht. Ne? Ja. Ja. Er will natürlich rüberfliegen, das macht Sinn. Und ich konnte natürlich auch nicht an meiner Natural, also ich mache das, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund Overmints, dann versuche ich schon zu exen. Aber er hatte jetzt da die Cannons und alles. Also da hätte ich quasi Swarmhouse für eine Wave zurückholen müssen. Und damit hätte ich ihn quasi entlastet. Das stimmt, ja. Ja, stimmt. Es ist noch eine gewisse Sondersituation gewesen, weil er halt kennen war, oder ja, das stimmt auch wieder, ja. Ja, vielleicht, wenn man die, wie gesagt, die ersten Locust-Wellen, vielleicht die erste, also halt nicht versuchen, den Nexus auf Krampf zu kriegen, sondern vielleicht versuchen, einfach in der Mineral Line zu landen und einfach Drohnen zu hitten. Vielleicht wäre das, weil du würdest auf jeden Fall ein Pack kriegen, glaube ich, weil der einfach die so viel Firepower, da kann er auch einen Overcharge zünden, ist egal. Vermute ich mal. Glaube ich zumindest in dieser Situation. Weil dann, dadurch, dass die ersten beiden Wellen keinen Schaden gemacht haben, hat er natürlich so viel Firepower gekriegt, dass quasi deine Queens sterben konnten. Nee, die Queens sind irgendwie hochgelaufen, glaube ich. Er hat die, glaube ich, in die Cannons reingebettet. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, wie die gestorben sind. Und, aber was ich jetzt auch gerade noch überlegt habe, ist, dass ich vielleicht gar keinen Hydrant nicht bauen sollte, vielleicht wirklich direkt auf Mutas gehen. Weil ich damit auch dann mobiler bin und eben. Ich habe ja gerade gesehen, wie er mich ausgetanzt hat mit den. Gegen Tempest. Kugelschießdingern. Gegen Tempest sind natürlich Mutas auch ganz gut, glaube ich. Mutas und Corrupt. Ja, und generell auch, kann ich damit dann nämlich auch auf der Map rumfliegen und gucken, ob irgendwelche Bases nimmt. Das stimmt, ja. Ja, aber trotzdem ist ganz lustig. Ja, das ist auf jeden Fall entertaining. Oh, Pile Block im PvP. Aber ist lustig. Ab Minute 12 hat er auch einen ganz starken. Hätte ich das tatsächlich noch weiter aushalten können, dieses Game? Dann wäre das vielleicht nochmal in eine andere Richtung gekippt. Also sein Income ist auch gedroppt, extrem. Nach Minute 12. Ja, er war outmined, ja. Ja. Ich meine, er hat natürlich durch die Cannon Rush Probe eine Probe auf der Map gehabt, wo er natürlich dann selber noch expandieren konnte. Aber mit Mutas hätte ich das ja komplett denyen können. Weil dann hätte er nämlich auch keinen Druck bei mir in meiner Base machen können, glaube ich, mit dem in Tempest. Weil er ja auch bei sich quasi bleiben muss. In der Nähe von den Shield Batteries. Naja. Okay. Aber ich ärgere mich insofern, dass ich eigentlich gedacht hätte, dass ich einen Build Order Win habe. Weil. Oh, cool. Wir kriegen einen Adept. Nee. Oh ja, nice. Na, leider nicht. Scheiße. Das ist richtig blöd. Scheiße. Oh, da ist. Ah, wir haben doch hart angesoftet. Nein. Dann kriegen wir den. Kriegen wir Scheiße! Nein, ich habe Adepten bei mir in der Mineral Line. Oh Gott, scheißen Dreck, ey. Genauso Not gegen Violent, ey. Ja, aber Even würde ich jetzt mal sagen. Würde ich auch sagen. Reißen meinen Pilot ab und jetzt von dir. Und jetzt auf jeden Fall das Sentry.
Ein Sentry? Ja, wegen Scout. Ach so, so meinst du, ja, okay, fair. Das ist quasi eine reine Scouting-Sentry, ja. Mann, Mann. Ich muss jetzt gerade nochmal fragen, das Building Placement machen wir ja so, quasi, damit man dort theoretisch zuwollen könnte, ne? Auch praktisch, müsste man aber theoretisch auch immer eine Probe dort stehen haben, oder? Theoretisch, ja, das stimmt, ja. Der hat aber also seine, ja genau, aber da habe ich nicht drauf geachtet, weil ich dachte, der hat, der geht mit seinen lustigen, mit seinem einen Adepten darüber und dass dann plötzlich zwei da stehen, in meinem Mineral Line Shaden, da guck mal, da zum Beispiel. Das heißt, er hat noch irgendwo ein Proxy-Gate rumstehen. Heißt, ja, hast du recht. Heißt, kann sein. Heißt, könnten wir jetzt nicht mit den Stalkern rausgehen und die Adepten suchen und dann einfach in einer Main zuwollen? Wir sollten jetzt erstmal gucken, was er macht. Achso, der Phoenix ist jetzt nur durch. Nur ein Gate da oben? Ja, deswegen meine ich, der hat doch irgendwo auf der Map Gas, wahrscheinlich. Ja, das definitiv. Aber die Adepten kamen auch gerade zurück. Jetzt ist wieder aus einer Natural. Also der ist irgendwie all over the place. Jetzt ist er in der Main. Oh, wunderbar. Du hast aber Stalker da und dead. Ja, der Overcharge nutzt halt nichts, ne? Der bringt nichts, genau. Versuch mal ruhig mit den unten da das Gate zu finden. Ich glaube auch, er hat jetzt insgesamt schon, also du hast jetzt eine größere Army auf jeden Fall als er. Du hast jetzt schon mindestens 6 Adepten gekillt. Er hat halt zwar ein paar Worker von dir geholt, aber trotzdem müsstest du doch eine größere Army haben. Ja, oder? Definitiv. Vor allem die stärkere Army, weil du hast einen Stalker, ne? Da drin. Vor allem, du hast echt eine richtig große Army. Also da ist was. Ah, guck mal, eine Probe. Die möchte sterben. Ah. So, dann. Ja, Charge. Zealots. Ja, auf jeden Fall ein Guardian Shield zünden. Bringt zwar nichts gegen Zealots, aber gegen. Ja, wobei, du könntest einen Force Field lieber machen, genau, weil er hat natürlich. Und Slow Zealots, das ist auch nicht schlecht. Sehr schön. Jetzt nicht mehr Slow Zealots. Aber dafür tote Zealots. Und schön war der Makron. Eine kleine Runde. Mehr Gates, mehr Basen, mehr alles. Dann schon mal gedanklich den Recall. Genau, perfekt, perfekt. Mal gucken, wie viel noch immer Glück war. Ja, das ist okay. Also der Immortal, das ist fast alles, wo er kommt. Ordentlich Worker bauen. Ach, guck mal hier. Gehen wir gleich auf Archons, wenn der Master alles geht, vom Techer. Oder gehen wir auf Kolosse? Müsste auch gehen, oder? Wir brauchen ganz viele Pylons. Ja. Herzlich, der Weg muss jetzt Richtung Splash gehen, wahrscheinlich. Ja. Und das können auch Arken sein, das ist okay. Guck mal, das ist super, weil jetzt hat er nämlich Angst, dass du irgendwas hinten reinwurfst bei ihm und deswegen kommt er hier nach vorne gelaufen. Alter, ich habe viel zu wenig Gas, ich habe viel zu wenig alles. Das ist dann bau noch ein paar Zealots selber, deinerseits, und mehr Gates.
Und du kannst auch die Forward Third nehmen. Oh ja, ich muss auf jeden Fall mehr Gates bauen. Genau, bau mal ein paar Makro-Hedges. Wir brauchen die Larven. Kapazität brauchen wir. Wupp, da reiben die, glaube ich, Stalker an. Naja, mein Warp-Prism geht gerade gleich kaputt. Ja, nur ein Stalker. Nur ein Stalker? Also unten meine ich. Ah, das ist noch ein Obsidian, der dich verfolgt. Was, das ist Prism, oder? Mhm. Ah, okay, gut. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Prism, wenn wir aggressiv sein wollen. Und wir wollen aggressiv sein, weil wir sind vorne. Und when ahead, get more ahead. Oder kill him. Er ist ja kein Terran. Meinst du, er schreibt am Ende des Games keine unanständigen Wörter? Nee, das meine ich nicht, aber ich meine, dass man ihn brechen kann. Achso, okay. Ohne Brutlords. Also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht das gehen, dass er wieder aufhört. Ich würde jetzt eigentlich in Warp Prison bauen und drüber gehen. Mhm. Wir haben auf jeden Fall wir müssten vorne sein. Das geht doch sonst total verteufelt zu, wenn das nicht der Fall wäre. Weil er will stormen, aber das reicht noch nicht, weil er noch keine große Armee hat. GG! Ja, nice. Nice. Ach, guck mal, gar nicht so schlecht. Mhm. 80 APM. Das... So. Ja, nochmal. So. GG! Ein Herzchen geschickt. Ah, das sieht man gar nicht hinter der Maske, ne? Warte, so, hier muss ich noch einmal sagen, habe ich ganz gesagt. Ganz bisschen sieht man's. Paste Reference. Ah, der Balance One Counter ist nicht erhöht worden. Ach, wo ich hier gerade hier das Manual sehe von South Park. Ja. Ich habe letztens mit dem DALI AI Generator mal ein bisschen rumgespielt, weil ich auch mal überlegt habe, ich könnte mir ja mal auch mal so ein schönes Overlay basteln. Irgendjemand ist gerade aus seinem. Ist wieder rausgetappt irgendwo hin oder so? Bin ich da, aber streamen tue ich noch, ne? Ja. Mein Bildschirm. Ah, warte, Entschuldigung. Ich habe hier alles doppelt und dreifach belegt. Alles gut, sorry. Ja. Man sieht meinen Schrank oben, unsere Gartengarnitur, unsere Terrassengarnitur, ja. Beides Sommer wieder, ne? Ja. Dann sieht man das. Oh, was jetzt? Alles gut, lass dich nicht irritieren, mach weiter. Ach, guck mal, der schreibt GG Mate. Das ist doch schön. Guck mal, nette Menschen. Jedenfalls. Ja, du hast mit dem AI-Generator rumgespielt. Genau. Und hab da mal Ultralisk eingegeben oder Space Marine und sowas. Aber da kam überhaupt nicht draus. Also, es war abstrakte Kunst, was dabei rauskam. Also hatte nichts mit StarCraft zu tun. Ich habe mit anderen Schlagwörtern rumprobiert, was mit StarCraft zu tun hatte. Und da kam überhaupt gar nichts raus. Das kannte er nicht da. Damit wurde er anscheinend nicht gefüttert. Wo warst du jetzt? Wa? Bei dem DALI. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. DALI, das ja. Oder? Also das ist ja wahrscheinlich die Anspielung auf Salvador. Ja. Und bei dir, oder Sven? Terran, jawohl. Jawohl, bestes Matchup. Ja. Jawohl. Kollege hat mir heute was Schönes geschickt. Er hat mit ChatGTP rumgemacht. Und how much is 2 plus 5? Kennt ihr das? 2 plus 5 is equal 7. Antwort darauf. Also er hat geantwortet, ist 7. My wife says it's 8. 2 plus 5 is actually equal to 7, not 8. War dann die Antwort auf, ne, my wife says it's 8. Could be possible that your wife made a mistake or misunderstood the problem. Daraufhin hat er geantwortet, my wife is always right.
Und daraufhin hat ChatGPT gesagt, I apologize, I must have made an error. My training data only goes up to 2021 and I may not have the most recent information. If your wife says it's 8, then it must be 8. That's good. Also was der Plan gegen den armen Terraner, den wir jetzt hier von der Karte finden. Genau, genau das, was wir im ersten auch gemacht haben. Ich habe es schon wieder vergessen. Das mache ich auch. Ach so, okay. Okay. Irgendwann habe ich gefragt, was mache ich mit dem Spire? Und dann meinte Andi zu mir, bau Corruptor. Stimmt. Das war richtig. Ja, genau. Und deswegen werden wir das auch weiterhin tun. Wir gucken erstmal. Ja, natürlich, wir gucken erstmal. Vielleicht haben wir ja mal ein schönes Battlecruiser Opening und dann ist alles gut. So. Kommt mal ein bisschen Würze rein hier. Jawollo. So, was machen wir jetzt? Jetzt ist der Pool da und wir gucken mal. Oh, eine Wall da vorne. Was ist da denn los? Was ist da? Ja, was ist denn? Und hier Donnerwetter. Hier müssen wir sofort zu dritten. Und das ist doch super schnell hier. Das wird auch nichts, oder? Oh, das wird auch nichts. Schauen wir das. Ah. Ja, easy. Easy? Ich will noch mal kurz auf K. Guck dir das Link-Mikro an. Alter Vater. Ja, schlimm, ne? So. Nein, Overlordy. Was mach ich denn hier? Hallo? Glaube ich, ey. Okay, lass ihn mal ruhig. Okay. So gleich. Was ist an deiner dritten? Ist okay, das ist ein Dings. Ach, das ist der Reaper noch, oder was? Ja, alles gut, ja. Okay. Müssen nur warten, bis es durch ist, und jetzt schämen wir mal rein. Nur wenn wir den... Schauen wir hier. Okay, das sieht aus nach Marines, so ein bisschen Blödsinn hier. Ist er nicht tot? Doch, er ist tot. Wunderbar. Muss kurz mal gucken. Sieh an. Das war das Dümmste, was man machen kann. Da rein, dahin zu fahren. Ziemlich dämlich. Jetzt verliere ich die ganzen Linge. Mhm. Okay, waren das hier auch schon hingekriegt? Okay. Mach mal. Oh, nicht darauf. Diese unbuildable plates, ne? Die machen mich fertig, ja. Ja, ja. Hier, was haben wir hier gesehen? Ah, Battlecruiser. Scheiße. Okay, wrong Spire. Und Spores, ne? Na, machst du schon. Ja, ja. Perfekt. Oh, ich glaube, es ist zu spät. Wir werden gleich gegen Battlecruiser versterben. Ja, Queens, habe ich gelernt. Ja, die kommen bei 6,40 ungefähr, glaube ich. Ja, ja, er wird nämlich gleich mehrere auf einmal bauen. Ah, zwei. Ja, zwei, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich vermute mal, dass es die Zeit. Naja. Das heißt, das Problem ist jetzt, wir müssen Queens rund. Und wirklich großzügig Spores. Großzügig, auch so auf den Wegen zwischen den Basen. Ja, das ist ein Problem. Nee. Das geht, habe ich letztens auch gehabt. Jetzt springt er.
Und er wird das Ding Yamato. Ne, Yamato hat er noch nicht. Aber weiter drohen. Wir drohen auch weiter. Und eine vierte nehmen. Das sind Banshees. Oh. Das hätte ich noch nicht, das hätte ich nicht erwartet. Na, trotzdem gut mit den Spores. Großzügig Spores weiterbauen. Und ein Speier, ne? Hab ich schon. Und? Was machen wir jetzt? Mutters oder Dings? Wir machen wir Corruptor. Beim letzten Mal waren es übrigens auch Banshees, ne? 3 Stück. Mhm. Völlig richtig, ja. Es scheint irgendwie cool zu sein. Irgendwas haben sie mit der Banshee gemacht anscheinend. Banshee Speed ist jetzt günstig geworden. Ah, okay. Ja, das Ding. Linge müssen auch in die Main. Scheiße. Okay, er macht mich, caress mich hier tot. Ach Quatsch, wir sind ein paar Drohnen. Ist egal. Er hat jetzt gerade auch erst seine dritte genommen. Alles gut. Kannst du mit deinen Linken, mit deiner Army rüberlaufen an seine dritte? Ach, hier. Ach, guck mal hier, fantastisch. Guck mal, kann sie nicht mal geben. Ja, bau mal eine vierte. Alter, das ist hier eine echte Tupper-Party. Der könnte das mal anlegen. Vielleicht kannst du das, dass ich sogar Mut das. Achso. Ich muss erstmal jetzt richtig die richtige Anzahl an Drohnen kriegen. Ja, wir bauen. Ja. Oh shit. Na, dann wird zurück, genau. Ja, du kannst trotzdem mit dem Corruptor ein bisschen rumfliegen und seiner Meinung drauf pullern. Einfach, um auch mal zu sagen, ja, hallo, ich kann das völlig, auch. Völlig richtig, ich muss kurz mal die Einzige, der rumnervt. 4 Stück nur? Ja, tut mir leid. Es war nicht mehr drin, soll ich sagen. Kommt der kommt rüber zu dir. Mhm. Guck mal, ob du die Banshees vielleicht abfangen kannst mit dem Corruptern. Und wir brauchen mehr Roachies. Definitiv. Und die Queens hoch. Ja, das wollen sie zum Defenden. Oh Gott, no! Achso, ist okay. Jetzt ziehen wir die Drohnen weg. Meinst du, hältst da nicht dafür von, ne? Wenn die wegzuziehen. Nee, ich bin gerade ein bisschen gelähmt, das ist der Grund, glaube ich. Lass mal die hier. Ist okay. Oben an der dritten auf dem Creep steht aber auch noch irgendwas. Waren das die Banshees? Ah, jetzt ist es weg. Kann sein. So, dann gehen wir hinterher. Pull mal auf die dritte drauf. Vielleicht. Oder flieg in die Main wahrscheinlich besser. Und gucken wir mal. Ah, drüber fliegen. Warum? Okay, snipe die mal. Ah, muss ein bisschen aufpassen. Corruptor snipen? Dings rum, Naja, ist auch ein Tor mit dabei. Gut, den Fight nehmen wir erstmal nicht. Flieg mal außen drum rum. Ja, aber wird wohl Mac werden. Also wir machen Roach Ravager Ling. Fall. Was ist hier los? Was war hier? Ach so, ja gut, ich habe letztens auch gegen den Mac gespielt und habe dann mit in eine Schnorcheln gewonnen. Nachdem ich davor gegen einen gespielt hatte, wo ich auch versucht habe, mit Ground Army Only, das war kacke. Schnorcheln, beste. Aber hast du dir gemerkt, du solltest halt auf keinen Fall die Ravage verlieren, ne? Aber wenn du merkst, okay, du könntest die Ravage verlieren, musst du weg. Ja, hier, guck mal, das Ding können wir noch anpullern. Hier, die, was sich da dreht. Ah, oder so. Ja, aber das geht auch. Ja, ist auch okay. Und, jetzt die Banshees jetzt gekriegt. Ja, guck mal, die kriegst du. Snipe. Und weg. Snipe und weg. Weißt du? Hit and run. Okay. Haben die überlebt? Dann kannst du die mal heilen gehen. Du hast nämlich ganz viele Queens mit Energie. Die Corruptor. Moment. Rainer hat gesagt, nimm nicht so viel Gas, Hasten. Ja. Na, er hat auch viel mehr expandiert. Also kannst du eigentlich eine Doppel-Expo nehmen. Dann bist du trotzdem so auf 80 Drohnen hoch. Wie viel hast du denn? Wie viele Drohnen? 85. Ja, so gut.
Heil mal deine Corruptor. Mit den Queens. Wo sind die hier? Keine Tanks. Nachbauen auf jeden Fall, ne? Schön nachbauen. Und heil mal mit deinen Queens, die heilen überhaupt nicht. Ist ja alles schon vorbei, scheiße. Ja, das ist alles gut. Er hat sein Meatschild verpasst. Evakuier die Basis, evakuieren. Drohnen weg. Unige Nummer 1. Das geht nicht, scheiße. Gott, ist das so eine Scheiße. Oh nein. Das war nicht Wurst. Da ist nur ein Hedge gestorben. Alles gut. Bau die Hedge einfach neu und dann. Aber du brauchst halt auch Banelinge, ne? Haben wir Banelinge das mit Speed und alles? Weil du musst halt dieses Meatshield von ihm wegkriegen. Die Helbets. Ohne das wird das nicht funktionieren. Dieser Style. Muss ja. Wenn er jetzt Tanks baut. Da unten war doch die Mine. Gehen wir zurück, die Mine. Ja, das ist wieder mal. Da. Schwein, ey. Ja, Terran. Was soll denn sowas? Die kennen nix, ne? Weißt du, wir hatten einen echt netten Abend bis jetzt, ne? Ah. Was soll so, rein, Balance Wine bitte einmal hoch. War das schon Balance Wine? Nee, das war kein Balance Wine. Minen sind scheiße. Ich mach den Balance Wine. Kannst du auf mich zählen. Nehme ich mit. So. Minen sind scheiße. Ich hab heute auch schon gegen Minen verloren. Die ganze Zeit gedacht, ich bin vorne. Hustekuchen. Ja, der wird schon irgendwie einen Tank-Switch dann demnächst machen, nehme ich mal an. Ja, deswegen müssen wir das Game beenden, bevor es uns beendet. Tja. Haben wir ein Schnorchelhaus? Ja, ne? Wir haben nicht mal den Hotkey für Schnorcheln. Ah, die Production wieder killen, das ist gut. Guck mal, das Tech Lab oben. Das leuchtet doch, oder? Ja, die leuchten beide. Oh, das Tech-Lab kaputt machen. Das ist bestimmt irgendwas Blödes. Wir wollen hier keine Tech-Labs. Genau. Jetzt, oh, guck mal hier. Die sind in der perfekten Konkave. Also hier in einem Chokepoint. Nein, nicht so nah ran. Du musst den Chokepoint auch. Nicht rein. Bye. Und nachbauen, ne? Haben wir. Gut. Gut. Ah, Ghost, ne? Guck mal, der ist doch fast tot da hinten, der eine Tor. Links. Also den mal bitte wegmachen. Er macht kostenlos Damage. Fällt mir nicht. Ah, die Ghosts sind schon wichtig. Versuchen wir die Ghosts zu kriegen. Gut. Und schön nachbauen. Ja, GG. Nice. Und wir sind Diamond 2. Pass echt? Auf. Wie denn? Pass auf jetzt. Verdammt, scheiß Ladebildschirm. Waren wir nicht ja. Letztes Diamond 2? Nein. Wir waren letztes Season mal. Okay, nächste Woche wird gut. So kürzlich vor. Alles grün. Andy's Brain und meine Hände. Oder war das bei Chris mit Diamond 2? Chris ist so weit weg von Diamond 2 wie Hearthstone von Top 10 Grandmaster, wenn die alle spielen. Oder wie Honor von Grandmaster. Okay. Wer ist denn jetzt hier letztens Diamond 2 geworden? Nein, ich bin schon mal mit Zerg Diamond 2, aber nicht on stream, das war off stream. Und ich hab das dann im irgendwie gepostet oder so. Aha. Stimmt. Das hast du gesehen, gepostet. Als ich irgendwas anderes geguckt habe. Ist aber auch schon ein halbes Jahr her oder so. Xanax. ZVT, oder? ZVT. ZVT, fantastisch. Hab ja gerade gesehen, wie es geht, ne? Ja. Easy peasy. Gegen Mac, ja. So. Was
so ewig lange Map. Ist das ein Perfbond? Hier komme ich auch schon wieder nicht. Ich denke, das sieht aus wie ein Perfbond, ja. Oder habe ich meine Taste mal irgendwann. Ich habe fast das Gefühl, dass ich meine Scroll-Taste irgendwann mal rausgenommen habe. Gottes Willen. Ich habe hier schon 17 Drohnen. Ich bin ja schon viel zu spät, weil ich jetzt beschäftigt war. Mit Unsinn. Fühlt sich schon verloren an. Also tatsächlich, die Hedge war jetzt 7 Sekunden später. Auf kleineren Maps könnte sowas tatsächlich ein Problem werden, ne? Weil der Reaper dann halt da ist. Das stimmt. Hydras sind so stark geworden. Hydra in Fester. Wie stehen wir dazu? Oh, ich sehe gerade Proxy, Alex. Erstmal darauf konzentrieren. Wahrscheinlich müssen wir sogar mehr runterziehen, ja, oder? Ist schon irgendwelche Bunker? Oh, der ist schon da. Shit. Oh Gott, das geht mir schon wieder auf die Eier. Ich hasse Terrence. Oh, das ist schon fertig, ey. Mm, was ein Riesen. Arschloch, ey. Mach ich denn jetzt? Ich kann nicht rausgehen. Mach nochmal eins. Weil ich habe jetzt 8 Linge, aber damit werde ich das nicht hinkriegen. Nein. Ich kann es probieren, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Wir probieren das mal, aber wir gehen dann gleich raus, weil ich glaube, das wird scheiße. Ich bin nicht sicher, warum. Aber es hat mich trotzdem extrem... Ach, irgendwie ist doch kacke. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter... Ob ich jetzt Eco bauen kann. Oh, oh. Nein. Nein, nein, kannst du nicht. Ja, der hat nochmal 4 gebaut und ist jetzt wahrscheinlich zurückgeflogen, oder? Ja, ich guck gerade. Nee, das ist immer noch hier, aber der baut nicht, ne? Doch! Hey, das blinkt doch gar nicht, die Scheiße. Doch, 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 die Lichter oben. Die Lichter oben. Wobei, nein, das stimmt noch. Das stimmt nicht, die blinken jetzt auch noch, obwohl der wegfliegt. Ist das ein Skin oder so, der irgendwie. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es blöd. Ja. Nee, ja, das darf auch nicht sein. Normalerweise musst du das immer erkennen. Das ist nicht blöd gerade. Da ist ein CC, da ist ein Dingens. The Factory, ne? Ja. Ja. Brennt ab. Hive Cluster under direct assault. Oh, oh. Schaffe ich das? Komme mir so wenig vor. Ich glaube, das schaffe ich nicht, ne?
den zusammen vielleicht. Nice. Ach, shit. Glaube, ich war zu lange rausgetappt. Ich musste mein Stream freigeben. Sven. Mein Gott, wie oft? Wie oft eigentlich noch? So, jetzt streamen wir wieder. Aber ich kann Windows blamen. Wenn man da einfach raustappt, dass er das und selber abschaltet, ist doof. Oh. Oder man macht einfach Monitorfreigabe und nicht Spielfreigabe. Stimmt. Das will ich nicht machen. Mach ich mal, ja. Oh, ein Battlecruiser? Oh. Oh, was kommt hier? Oh, Aliens, ne? Es tut mir leid, aber es ist kein guter Spieler, was er da macht. Factory. Ah, scheiße, dass wir schon so angesoftet sind. Jetzt hier den Spire. Ja. Swarm forces under attack. Must be more command acceptable. Ach so, weil ich den hier in der Hotkey-Gruppe mit drin hab. Shit. Aha. Oha. Aber tatsächlich, die glaube ich sogar mit dem wenigsten Energiebummens, oder? Aber es heißt... Ah, kommt schon weiter. Hab ich da was gekriegt dazu? Nee, scheiße. Ach, fuck. Ärgerlich.
Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Du kannst einmal dahin. Du kannst dahin. So. Also wir wissen, er hat... Das reicht eigentlich, ne? Okay, gut, dann haben wir jetzt hier so... Erstmal das. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich... Ja. Was hat er denn hier? Was ist das? Factory. Das sind Tanks. Factory. Schießdinger. Oh oh, was ist das? Das ist Zeug, das ich nicht will. Wie lange dauert denn hier mein Roadspawn noch? Sehr lange. Scheiße. Ich bin tot. Oh, ich bin tot. Scheiße. Ah, fuck, ey. Er war halt... Oh, das ärgert mich halt, weil er nicht gut war. Ah, ich hab voll vergessen zu dingsen. Zu injecten. Deswegen habe ich keine Larven. Ah, ist zu viel Stuff. Ah, wie ärgerlich. Ja, 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 ja. Okay. Ich habe insgesamt viel zu dumm reagiert, als ich nur eine Drohne runtergeschickt habe zu den Bunkern. Ich hätte gleich viel mehr runterschicken müssen und die Bunker viel besser halten müssen. Ich glaube, da habe ich ganz schön was verloren. Ich glaube, das hätte ich besser halten können. Nun ja. So endet es mit einer Niederlage heute. Bei mir sogar mit dreien, ne? Bei dir sogar mit dreien, das stimmt. Ich habe mich auch von 4.450 runtergetankt. Ja, ich bin jetzt auch nicht mehr Master. Ich bin jetzt hier Diamond 1 gefährdet. Ich bin versetzungsgefährdet. Ich bin Diamond 1 gefährdet, ja. Ja, dann kann man ja dem einen zum Abstieg gratulieren, dem anderen zum Aufstieg gratulieren. Und ich habe meinen Platz in Diamant 3 befestigt. Ich brauche nur noch 300 MMR, dann bin ich auch aufgestiegen. Das fasst es gut zusammen. Ja. In dem Sinne freue ich mich jetzt auf mein Bett. Gehabt euch wohl. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Esst keinen gelben Schnee. Und dann freuen wir uns auf eine wilde Reise in der nächsten Woche. Die vorletzten Worte hat der Andi und die letzten wie immer der Sven. Der Aufstiegs-Sven. Der Diamant 2-Sven. Ja, der Abstiegs-Andi sagt alles scheiße. Der Aufstiegs-Sven sagt, tja, HSV, so geht's.
ist nichts mehr hinzuzufügen. So, kommt gut durch den Abend und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.